traumhaften Hintergrund. So. La la la. So, dann können wir jetzt gleich anfangen. Oh. Agnana Timirandas ja Gnanangela Sharakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Toll. Ja. Interview. Ja. Schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis wir uns wieder gesehen haben. Aber du siehst, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Schön auch hier und das richtige Wetter, ne? Traumhaft. Traumhaft. Also ich habe jetzt so einen Winkel gewählt, dass man immer mal diese Skifahrer sieht, wie es die raushaut und so. Ist ja auch dann ein bisschen so ein Action-Video. Mhm. Wir haben aber heute auch ein Action-Thema. Ich habe dich ja schon vorgewarnt. Heute möchte ich mit dir über ein spirituelles Thema reden, über die Zukunft, die uns erwartet und was das aber auch für jeden einzelnen Menschen bedeutet, wie man sich vorbereiten kann, was du den Leuten empfiehlst. Das ist jetzt der rote Faden schon durch die ganze Sendung. Ja. Und ich würde es ganz gerne abgleichen mit dir. Ich bin ja auch regelmäßig in Meditation und wurde da konfrontiert in den letzten Monaten mit zwei Dingen. Einmal war da sowas wie eine schwarze Wand, die ich gespürt habe, die auf uns zukam oder auf uns zukommt. So wie man in einen Berg einfährt, weißt, in den Tunnel einfährt. Boah. Zum Zweiten so etwas wie eine Welle, die auf uns zukommt. Kann man jetzt auch drüber fabulieren, wie geht man mit Wellen um? Und das schienen mir, es waren klare Symbolbilder für etwas, was dann Unheil ist. Also das Heile ist nicht da, sondern das Unheile offenbart sich und kommt auf uns zu. So erste Assoziation. Ja. Ich weiß, also, du hast auch Kontakte in die geistige Welt aus verschiedenen Richtungen. Von daher wollte ich das mal mit dir abgleichen. Also das erste Mal, wenn sowas, so Konstrukte, sowas kommt, hat man natürlich immer die Gefahr, dass das aus dem Verstand kommt. Ja. Du beschäftigst dich ja mit diesen Themen und dann manifestiert sich das im Unbewussten und wird dann so in so einem Symbolbild wahrgenommen. Also von daher hätte ich jetzt so normal erstmal die erste Fürchtung oder sowas, würde ich sagen, ja, das ist einfach so eine Rationalisierung von dem, mit was du dich auseinandersetzt. Ja, dass du einfach sagst, ja, hier, und ich glaube, das merken wir in vielen Bereichen, selbst Menschen, die sich nicht mit Spiritualität beschäftigen, die sich nicht mit egal was beschäftigen, also die so voll Mainstream sind, glaube, der Druck auf diese Menschen ist schon ganz massiv. Stichwort so, im Äußeren manifestiert sich das auch als Inflation. Das heißt, dass das Geld zwischen den Fingern zerrinnt. Ich glaube, man merkt es auch, dass die Leute sehr an der Grenze sind. Dass sie also, wie nennt man das, sehr knapp die kleinste Unstimmigkeit. Kurze Zündschnur. Ja, man merkt es daran, dass die, wenn man souverän ist, ist man tolerant. Ne? Also in dem Moment, wo ich selbstbewusst bin, souverän bin, dann kann ich mit einer anderen Meinung super gut umgehen, weil ich ja in mir selber ruhe und in mein eigenes Fundament habe. Aber wir erkennen, dass wir uns ja selber nicht glauben, also dass die Ideen, die wir selber haben von der Welt, dass wir auf einer gewissen Ebene verstehen, dass diese nicht stimmen. Und jetzt bin ich drauf an, je mehr ich, wenn ich weiß, dass ich richtig bin, brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen, was ein anderer darüber denkt. Du hast ja zum Beispiel gesagt, ich sehe diese Welle, ich sehe da eine schwarze Wand. Und wenn ich jetzt sage, weißt du, das ist nur in deinem Kopf, du bildest dir da was ein, das ist, hat überhaupt keine Relevanz, dann kannst du darauf reagieren und sagen, also der Swami, naja, ich habe ja eh nicht viel von ihm erwartet, aber der rafft es halt einfach nicht. Ne? Und ganz, aber du könntest jetzt aber auch da aggressiv drauf reagieren und sagen, der
da ist, passiert doch jetzt echt, das ist doch echt wichtig, was da passiert und so. Und der hat keinen Plan und der versteht nichts und der liegt falsch. Und das tust du in dem Moment, wo du dir selber nicht traust. Also je mehr ich selber davon in einem tiefen Ebene weiß, dass ich eigentlich nur Blödsinn erzähle, desto mehr bin ich darauf angewiesen, dass mir jemand anderes glaubt. Weil dann glaube ich daran, in dem Moment, wo der andere es glaubt, kann ich es mir selber glauben. Genau, man bestätigt es sich gegenseitig. Ich würde von einem Balanceakt sogar reden. Wenn du jetzt total von was überzeugt bist, in dir drinnen, kann um dich rum alles gegenteiliger Meinung sein, weil du weißt es ja. Genau, das berührt dich nicht. In dem Moment, je weniger du davon überzeugt bist, umso mehr sucht man vielleicht die Bestätigung im Außen, um wieder diese Balance hinzubekommen. Ne? Genau, und das können wir immer sehen, dass in der heutigen Zeitqualität die Toleranz vollständig verschwunden ist. Mhm. Und man kann sich ja schwer noch über Wetter unterhalten. Ne, dann kommt schon der Nächste und sagt genau so, ne, also was für da bleibt vielleicht noch was von Themen, Fußball oder sowas, ja. Und selbst da fängt schon an, also was das, ich das mit... Das war die Kunst vom großen C. Ich grätsch mal rein, aber es hat jeden Bereich kontaminiert, jeden Bereich befleckt. Es gab keinen Bereich mehr, keinen Ort, kein Thema, der nicht davon betroffen und befleckt war. Und deswegen, das hatte ich vorhin natürlich wieder mal versaut, wollte ich über astrale Welten reden, weil das tatsächlich ein Ort, der unbefleckt ist. Das war tatsächlich ein Aufhänger für das vorhergehende astrale Welten-Gespräch. Lass uns lieber mal jetzt nicht, weil dann kommen wir zu weit davon. Ja, genau. Ja, nee. Ja, aber das stimmt. Also in dem Moment, wo die Toleranz flöten geht, in dem Moment, wo meine eigene Selbstsicherheit flöten ist, und wir haben das vorher schon mal gesagt, so die erste Unsicherheit dauert am längsten. Also der Aufwachprozess, nennen wir es mal so. Mhm. Also ich weiß, Paramahansa Vishwananda, ich habe ihn ja im letzten Jahrtausend kennengelernt und da war dieses 2000, ne, die Welt geht unter, dieses 2000-Thema. Und er hat gesagt, weißt du, was passieren wird? Die Menschen werden spiritueller werden. Sonst wird nichts passieren. Und was war? Jahr 2000 kam, es ist nichts passiert, außer dass immer mehr Menschen spiritueller geworden sind. Dann habe ich das erlebt mit 2012. Ja. Da war ja auch so eine Welle, die da kam, Maya-Kalender, all diese Dinge, wo immer hieß so, ja, und wer weiß, und Probleme, 21. September, Dezember und ne, Paramahansa Vishwananda, es wird nichts passieren, außer die Welt wird spiritueller werden. Was ist passiert? Nichts, die Welt ist spiritueller geworden. Und so zieht sich das ja hin, dieser Aufwachprozess, nenne ich ihn mal, dass die Menschen immer mehr erkennen, was denn wirklich wichtig ist. Also jeder hat schon immer gesagt, ja, ich will glücklich sein, aber die Menschen haben nicht verstanden, was es bedeutet, glücklich zu sein, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist. Dass ich entscheide, ob ich glücklich bin oder nicht. Also dass es nicht funktioniert, wenn ich jemand anderen oder Umstände, vergängliche Dinge von meinem Glück abhängig mache, ist die Garantie dafür, unglücklich zu sein. Und dieser Aufwachprozess, der geht am Anfang sehr langsam und wird immer schneller. Und es ist jetzt heutzutage völlig egal, ob du dich mit der Reinheit der Meere, des Waschmittels, mit den Korruptionen in der Welt, mit Krankheiten, ist das echt, ist das nicht echt, ist die Medizin gut, mit erneuerbarer Energie, mit freier Energie, also egal welches Thema du heute anfasst, überall kannst du aufwachen, weil die Welt so in dem Verstand ist, so in einem abstrakten Modell, das so weg von allem wahren Guten und Vernünftigen ist, dass es, egal wo du krebst, wachst du auf. Aber der erste Aufwachprozess, der dauert Jahre, der dauert 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Und in dem sind die Menschen schon, ja, seit 20 Jahren, seit 2000, haben wir das ganz stark, ganz intensiv, diesen Aufwachprozess. Ich kann mich erinnern, dass er in den 2018er plus irgendwo, da muss es wohl sein, sagte er, Vishwananda immer,
Die Menschen müssen sich ändern. Sie leben falsch. Sie müssen sich ändern. Und wir haben ja dann in den 20ern, 2020 brach ja dann das große C über uns ein, was ja maßgeblich eben zu dieser Änderung jetzt ja ziemlich gewaltsam beiträgt. Und da wurde er gefragt, kamst du dafür? Na, für diese, dann hat er gesagt, you think I came for that? Also, ja, ne, so das ist, das, ey, da ist doch noch gar nichts. Na, so wie wir sehen, dass es langsam anfängt und nachdem du die erste Erweckung gemacht hast, also in dem Moment, wo du realisiert hast, dass hier dir möglicherweise die Medien nicht die volle und ganze Wahrheit oder das im richtigen Zusammenhang darstellt, ich will mal ein bisschen vorsichtig ausdrücken, das ist am Anfang auch schmerzhaft, weil da bricht ja etwas bei dir zusammen. Du meinst aber tatsächlich, wir befinden uns auch, das ist ja eines der Narrative der Neuzeit, wir befinden uns in einem Erweckungsprozess. Du hast mir gestern oder vorgestern hast du mir ein Video geschickt, das war knüppelhart, sage ich jetzt einmal, von den Fakten, die drinnen sind, wie der Status quo jetzt aussieht, wie wenige so viele kontrollieren, mental, mit Finanzmitteln etc. Also so, dass man nach einer Stunde eigentlich sagt, diese Katze ist im Sack, was soll da eigentlich jetzt noch passieren? Und dann sind so 3-4 Minuten dran, aber das Erwachen hat ja begonnen und die Fortsetzung folgen. Und du, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du meinst tatsächlich, hier läuft ein Erwachensprozess gegen den Great Reset, der geplant ist? Das hat nichts, der Great Reset ist ein, du musst sehen, die Welt ist ein Spiegel von uns. Alles passiert nur in deinem Kopf. Alle Probleme, alle diese Dinge, macht keinen Sinn, wenn du sie schlussendlich als getrennt von dir betrachtest. Und damit siehst du, dass alles, was da passiert, ein Prozess des Erwachens ist. Also, dass es eine Funktion des Erwachens ist. Dass es keine, ne, man braucht ja etwas, und wir projizieren das halt ins Äußere, um eine neue Idee zu bekommen. Das ist ja gerade so diese Qualität, die hier möglich ist, dass es was angestoßen wird, und um auf eine höhere Ebene, wenn du so willst, auf eine umfassendere Ebene, würde ich eher sagen, auf eine konsistentere Ebene, also auf eine Ebene mit weniger Widersprüchen zu kommen, muss der Widerspruch, der ja immer da war, erstmal ins Licht gerückt werden. Und du sagst, das System ist ja so perfekt. Mag sein, aber schau dir das Beispiel von Nakashima an. Das war perfekt. Hat es ihm geholfen? Na, also Hiranya Kashipu. Nein, es hat ihm nicht geholfen. Das spielt in dem Fall keine Rolle. Die Perfektion der Abart, wenn man so will. Ja. Weil die Liebe... Perfektion des das, Bösen, da bist du jetzt. Gell? Ja, das ist auch immer nur eine Funktion vom Guten, wenn du so willst. Also im Hinduismus kennen wir das nicht gut und schlecht. Es gibt nicht diese Sünde und Nicht-Sünde, sondern es geht immer nur um die Erfahrung. Es geht darum, schlussendlich geht es darum, Erfahrungen zu machen, und ich kann nicht keine Erfahrung machen. So, und in dem Moment, wo es um die Erfahrung geht, ne, also ich habe so ein Beispiel. Du hast ein Kind, das will immer wieder am Herd spielen. Und du sagst, nein, geh weg, das ist gefährlich, geh weg. Und du sagst, ne? Und irgendwann sagst du mal, ey, dann greif halt auf die Herdplatte. Das Kind greift auf die Herdplatte, verbrennt sich die Finger, hat Schmerzen, wird eingepackt, geheilt. Und im nächsten Leben sagt die Mutter, bleib vom Herd weg. Und das Kind kommt nie wieder in die Nähe des Herdes. Also sprich, manchmal gibt es einfach Erfahrungen, die müssen wir machen. Es hilft nichts, wenn dir einer tausendmal sagt, magst es sogar verstehen von deinem Intellekt, dass da jetzt irgendwas nicht gut ist, nicht gemacht werden kann. Aber trotzdem bist du gezwungen, um das in deine System reinzubekommen, diese Erfahrung zu machen. Mir erscheint es eher so, als wäre die Erde hier ein Planet, wo ein bestimmtes Spektrum an Erfahrungen und Frequenzen immer wieder vermittelt wird. Ich denke an Kriege. Wir als Menschheit, als Kollektiv, aber auch Einzelne haben Millionen Mal jetzt Krieg und Tod und Vergewaltigung und alles immer wieder erlebt und tun es auf ein neues.
Also es erscheint mir so, als sollten hier unter anderem auch solche Dinge immer wieder vermittelt werden. Man kann es so sehen. Also diese Welt hier, diese Dimension, die ist immer on the brick. Die steht immer auf der Klippe. Die ist immer vorm Abstürzen. Das ist eine innere Qualität dieser Dimension. Das hat so, das hat für das subjektive Empfinden keinen Unterschied, ob du jetzt vor 200 Jahren gelebt hast und der Holzvorrat vom Winter verbrannt ist, ob es eine Missernte gegeben hat. Du hattest immer diese, weil das war genauso Überlebensbedrohung wie jetzt halt so eine globale Situation, die dich in deinem Bio-Überleben bedroht. Also sprich, es ist keine echte andere, die Erfahrungswelt, die du machst, ja, die ist identisch. Und daran siehst du, dass es dir hilft. Ist schon wieder ein Käfer hier. Naja, wenn die das halt mögen, dann ist doch gut. Ja, na gut, solange er nicht reinkrabbelt, ja. Ja, und wenn er reinkrabbelt, dann sehen wir weiter. Mal gucken, wie er schmeckt oder so. Ja, genau. Ja, also wo waren wir? Bei der Erfahrung. Schlussendlich bist du hier, um Freude zu haben. Und wenn du das nicht erlebst, machst du was falsch. Ne? Dann greifst du auf die Herdplatte. Das Problem ist nie, was du willst. Das Problem sind nicht deine Wünsche. Das Problem sind die Konsequenzen von dem, was du willst und die Konsequenzen deiner Wünsche, die dir das Gefühl geben, hier läuft was falsch. Aber die Ursache hast du selbst gesetzt. Du hast keine Kontrolle darüber, was dir passiert. Weil was dir passiert, ist dein Karma. Das sind die Konsequenzen früherer Handlungen. Aber du hast vollständige Kontrolle darüber, wie du mit den Erfahrungen, mit dem, was dir passiert, umgeht. Und in dem Moment, wo du nur reagierst und nicht agierst, dann schaffst du das gleiche Karma immer wieder neu, anstelle es aufzulösen. Und das ist halt die ultimative Macht, die du hast, und zwar die Macht, mit dem, was dir widerfährt, also was dir begegnet, wie du damit umgehst. Ist das dann deine vollständige Freiheit. Ist das dann auch schon dein Tipp für die, ja, sag mal, bevorstehenden schweren Jahre? Ich habe die Wand und die Welle nicht erfragt, um Bestätigung zu bekommen, sondern mehr als Einstieg in ein Thema, von dem ich überzeugt bin, von einer Zukunft, von der ich überzeugt bin. Ich wollte also Überzeugungen abgleichen und damit frage ich auch rund. Also wir haben eine schwere Zeit vor uns, bin ich sehr sicher. Also weißt du, an der man sich dann freuen soll. Wir haben nicht wirklich eine schwere Zeit vor uns. Wir haben die beste Zeit des Lebens vor uns. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten vor uns. Also in der Bewegung, in der Veränderung stehen natürlich auch immer Möglichkeiten. So, du sagst, wir haben schwere Zeiten vor uns. Diese schweren Zeiten sind nicht zwingend vor uns. Diese schweren Zeiten haben etwas damit zu tun, dass wir nicht freiwillig lernen, dass wir nicht freiwillig glücklich sind, dass wir nicht freiwillig dem Dharma, dem sinnvollen Weg folgen. Und wenn wir halt Dummheiten machen, haben wir dumme Konsequenzen. Und dumme, schwache Menschen schaffen schlechte, schwere Zeiten. Also von daher, in dem Moment, wenn morgen die Menschen sagen, ich habe es kapiert, ich verstehe jetzt, dass das Problem nicht bei irgendwelchen bösen Dämonen liegen. Auch am Ende der Mahabharata sagt Krishna, das Problem sind nicht die bösen Menschen. Böse Menschen handeln böse. Das ist einfach nur ihr Karma, das ist ihr Dharma. Die bösen Menschen handeln böse. Das ist kein Problem. Das Problem sind die guten Menschen, die nicht gut handeln. Er gibt den Schuld an dem großen Krieg der Bhagavad Gita nicht den Bösen, sondern den Halbgöttern, denen Edelmütigen, die aus falschen Gründen sich nicht involviert haben. Bhishma, der Großvezier, der eigentlich Sohn von Ganga, der göttliche Qualitäten hat, der aber dann
sagt, nein, er hält sich aus so einem Konflikt raus, weil er mal gesagt hat, dass er den ein Versprechen gegeben hat. Und Krishna sagt, das war ein Fehler. Du, selbst wenn du es gegangen hast, es gibt eine Grenze, wo ein Versprechen nicht mehr gültig ist. Es gibt eine Grenze, wo im Königssaal soll eine Frau nackt ausgezogen werden, um sie zu beschämen, um die Ehemänner zu beschämen. Und da sagt er, das ist eine solche Verletzung des rechten Verhaltens. In dem Moment muss jeder Gerechte einschreiten. Es gibt eine Grenze, wo man sich an ein Gelöbnis, ein Versprechen gebunden hat. Und das hat da schlussendlich dazu geführt, dass die ganzen Probleme immer weiter eskaliert sind. So, sprich, in dem Moment, wo die Guten Gutes tun, in dem Moment sind die Zeiten automatisch gut, dann muss nichts mehr passieren. Dann kommen auch die schweren Zeiten nicht. Die schweren Zeiten, die wir jetzt wohl wahrscheinlich auch nicht mehr vermeidbar sind, kommen daher, weil die Menschen sich weigern, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Sie haben das Unterscheidungsvermögen verloren. Ich sage immer, du sollst dich nicht mit negativen Dingen beschäftigen. Aber es ist auch falsch, negative Dinge zu ignorieren. Also ein Unterscheidungsvermögen zu erkennen, wo etwas besser gemacht werden kann, ist einfach auch wichtig, um den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben. Aber die Möglichkeiten kommen auf jeden Fall. Die Frage ist einfach nur, wie kommen sie? Kommen sie einfach, kommen sie schwierig? Wir sind im Grunde d'accord. Sie werden schwierig kommen. Wenn wir die Wahrscheinlichkeiten jetzt nehmen, wir haben Status quo heute in Deutschland, die meisten Menschen, die weiterhin negieren wollen, ach, da ist doch gar nichts. Ja, genau, die in der Ignoranz sind, ne? Wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, und ich denke, dahinter sind auch Mechanismen, dass man insgeheim nämlich einfach seine Bequemlichkeit hat und seine Komfortzonen nicht missen will. Deswegen redet man sich im Zweifel sogar selbst ein, ich glaube lieber ja viel zu unbequem und viel zu schrecklich. Also da sind schon interne Fehlstellungen sind da und interne Selbstverleugnung, Betrügereien. Ja, das fängt mit kleinen Schritten an, das fängt mit der eigenen Negativität an und es hört dann genau in sowas auf. Es hört damit auf, indem ich so sehr auf den Verstand fixiert bin, dass ich vergesse, dass der Glauben die Grundlagen von allem ist. Dass es immer zuerst in mir selber etwas geboren wird. Dass es aus ganz anderen Qualitäten kommt, was ich selbst erfahre. Ich gebe dir aber auch recht, die Zeiten hier waren notwendig, schau, um zu offenbaren, um erst einmal überhaupt sehen zu können und zu beurteilen, die Chance zu bekommen, das erste Mal wirklich vor die Nase getragen zu bekommen, das ist Unheil da draußen, hier und da und dort, in diesen Bereichen. Ich gehe jetzt gar nicht ins Detail. Und im nächsten Moment, das ist wie eine Krankheit, die ausbricht, kannst du das erste Mal hinsehen und kannst beginnen, sie zu bearbeiten. Und ich behaupte jetzt so 70er, 80er, 90er, es gab einen Vietnamkrieg, es gab einen Irakkrieg, ja, den 91er meine ich jetzt. Aber das war alles sehr weit weg, man konnte sich da was vorlügen. Und jetzt ist es nah dran an uns. Das heißt, du wirst gezwungen hinzuschauen. Genau, subjektiv ist einfach, es kann sich niemand... Es wird immer schwieriger, diese Vermeidungsstrategie, ich habe damit nichts zu tun, durchzuziehen. Es wird immer, jeder wird erwischt. Und wenn du hast gefragt, was passiert da oder was ist das? Also für mich ist es so, dass sich das ganze Leiden so lang hinzieht, bis der Letzte eine Entscheidung getroffen hat. Und Gott zwingt dich nicht, eine Entscheidung zu treffen, aber der Druck, eine Entscheidung zu treffen, wird immer größer. Und diese Entscheidung ist, bewusst zu entscheiden, bin ich positiv oder bin ich negativ. Diese Entscheidung muss ich als eine bewusste Entscheidung treffen. Also kritisiere ich oder akzeptiere ich? Unterstütze ich oder finde ich überall das Haar in der Suppe? Also fokussiere ich mich auf das, was funktioniert, oder fokussiere ich mich auf irrelevante Problemchen und mache da aus dem Haar in der Suppe eine Riesengeschichte. Also würdest du sagen, die Zeiten, die uns ins Haus stehen, sind sogar Gott gesandt? Natürlich. Mit dem Bösen als Werkzeug in dem Moment. Das Böse ist ja
Das Böse ist ja eine Manifestation von mir selbst, von uns selbst. Und das muss ins Äußere, ins Licht gebracht werden, weil all diese Situationen lösen sich in dem Moment auf, wo sie im Licht des Bewusstseins sind. In dem Moment, wo die Reue kommt. Von daher wird halt im Hinduismus gibt es nicht diese Verurteilung, weil du machst vielleicht was falsch, aber wenn du was daraus gelernt hast, war es kein Fehler. Und alles hat halt eine Konsequenz. Also sprich, der Einzige, der unter einer negativen Handlung leidet, bin ich selbst. Weil ich schaffe mir mein Karma, meine Konsequenzen durch meine Handlung. Das macht niemand anders. Und das hat halt dann auch negative Konsequenzen zur Folge. Und dann kommen diese negativen Konsequenzen und dann sage ich, ja, das habe ich nicht gewollt. Aber warum habe ich es dann gemacht? Also sprich, offenbart sich das Außen nicht anders? Du hast Politiker, die dir unter Umständen vielleicht den Strom oder das Gas abdrehen. Durch ihr Handeln, vorsätzlich oder willfährig, sei dahingestellt. Ganz egal, oder durch Sachzwänge. Aber ist man da nicht, du bist jetzt wegen mir 70 Jahre alt, kriegst eine schmale Rente, nicht einfach Opfer und abhängig von dem, was im Außen geschehen ist, jetzt was ist jemand, andere tun? Jetzt ist 70 Jahre ist jemand, der hat 50 Jahre lang genau für die Situation gearbeitet, wie sie heute ist. Der soll aufhören zu jammern. Entschuldigung, das hört sich jetzt extrem hart an. Aber der hat 50 Jahre gesagt, ich will nicht wissen, ich kümmere mich nicht drum, es ist mir egal. Und nach 50 Jahren kommen die Konsequenzen seiner Ignoranz. Und jetzt sagt er jemand anders, der ist dran schuld. Entschuldigung, da bin ich nicht dabei. Schöner Dialog. Ich setze dagegen, gerade die Leute, die jetzt 70 sind, ist die Generation, die das Fernsehen zum Beispiel in den Mid-End-60ern zum ersten Mal mitbekommen hat, die null Medienkompetenz erlernt hatten. Und die, ich bin immer so eher auf der Seite des Ausgeliefertseins, weißt du, und die dann dieses Medium gesehen haben und wurden von der Pike auf indoktriniert. Wenn du schaust, heute freiwillig, gut, ich bin jetzt kein Freund des Maskentragens, weiß man mittlerweile nach 300 Videos, wenn du schaust, das sind meistens ältere Leute, die halt weiterhin Fernseh schauen und es nicht, bis heute nicht besser wissen, weil sie perfekt, meine Ansicht, manipuliert worden sind. Weißt du, ein paar Mal sind wir miteinander, kam mal zu mir und war so ein bisschen traurig, ne? Es war so ein bisschen gedrückt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn? Und dann sagt er, weißt du, was ich am meisten höre, nachdem jemand gestorben ist? Hätte ich das nur gewusst. Wenn ich nur gewusst hätte. Und dann sagt er, und dann hilft es dir auch nicht mehr, weil du wolltest nicht wissen. Du hast dich aktiv dafür entschieden, nicht zu wissen. Und das ist hier das Problem. Aus Bequemlichkeit, weil es leicht gemacht wurde, weil... Aber jeder stürzt in seinem Leben mal über die Wahrheit. Die Menschen klopfen sich das wieder Churchill. Ab, ne? Und gehen weiter. Ja. So. Und es gibt so viele Dinge, die einfach so offensichtlich sind. Dann fang mal damit an. Du hast ein Wort für Gott. Wie kann es etwas geben, für das du ein Wort hast? Was es ist, können wir uns drüber unterhalten. Aber wenn Gott... Und das Wort gibt es nun mal. Wenn es dieses Wort gibt, dann ist es automatisch erstmal das Wichtigste im Leben. Weil es das Entscheidendste von allem ist. Weil da kommen so Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum bin ich hier? Und wenn du dich weigerst, diese Fragen anzuschauen und glaubst, es hat keine Konsequenzen in deinem Leben, dann habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Es hat Konsequenzen in deinem Leben. Na? Und das ist das. Du kannst jetzt sagen, weißt du, ich sehe halt auch meine... Ja, mein Vater vor allen Dingen, der ja jetzt auch über 80 ist und der genau so in diese Beschreibung geht, der so eine Mentalität hat, der sagt, warum leide ich so sehr? Ich tue doch keiner Fliege etwas zu leide. Und dann sage ich, warst du schon mal in einem Schlachthof? Ja, und das ist so, ich denke, meine Handlungen haben keine Konsequenz. Wieder eine schlechte Nachricht für dich. Es ist falsch. Deine Handlung hat die ultimative Konsequenz.
deine Handlung ist die Summe deiner, ist dein ausgedrückter Glaube und der schafft deine Welt. Wir haben beim letzten Mal über eben astrale Welten geredet. Darüber, dass die Welt magisch ist, haben wir noch nicht geredet. Aber das bedeutet, dass alle unsere Handlungen das Universum biegen. Sie biegen es. Sie schaffen draußen die Manifestationen daraus. Unsere subjektive Manifestation wird so geschaffen. Mein Dreh ist halt immer nur der, dass man, dass es ja schließlich von Gott gesandt, jene Kräfte gibt, die Leute bewusst verführen in die Unbewusstheit, dass sie ihr Schöpfertum vergessen. Du sagst jetzt wieder, ja, sie hätten machen müssen. Ich sage, ich bin, weißt du, wir sind graduell ein bisschen. Weißt du, es gibt zwei Seiten. Ja? Klar sind die Dämonen da, die dir den Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert, ja, die dir das so leicht machen, die dich verführen. Aber genauso gut sind die Heiligen da. Sind die da, die dir den Weg zeigen, die dir Möglichkeiten zeigen, die dir. Und der Unterschied ist immer die Verantwortung. Und wenn ich halt mich entscheide, keine Verantwortung zu übernehmen zu wollen, dann wirst du nie von einer positiven Kraft geführt werden können. Weil die positive Kraft dich nicht manipuliert. Und jetzt siehst du, die Entscheidung, sich manipulieren zu lassen, habe ich getroffen. Die Verantwortung dafür kann ich niemand anderem geben. Und wenn ich die getroffen habe, aus Mitleid mit den Dämonen, weil die wollen ja auch leben, die wollen ja auch irgendwie, die haben ja auch eine lustige Agenda. Und du musst sehen, dass alles, was ausgedrückt ist, wie eine Blume an Gott ist. Und wenn du stirbst und das Leben an dir vorbeizieht, fragst du nicht mehr, wie gut und wie schlecht es war, sondern du fragst nur, wie tief habe ich empfunden. Wie intensiv war es? Wie intensiv war die Erfahrung? Mhm. Und jetzt siehst du schon, dass das, was wir so gut oder schlecht halten, immer wieder sehr relativ ist. Und das ist, wenn ich sage, wir sind so positiv, weil die Erfahrungen, wir haben die letzten 50 Jahre, die Leute wissen überhaupt nicht, was Hunger ist. Die Erfahrung werden wir jetzt machen. Ne? Ist doch jetzt mal ein Satz mit einer Zukunftsprognose drin. Wir werden die Erfahrung von Hunger machen. Ja, aber das ist jetzt so ein weltlicher Ausdruck. Aber wenn du hinterher schaust, wirst du sehen, dass es dich schlussendlich diese Idee, dass du ohne drei warme Mahlzeiten am Tag ein echtes Problem hast, die wird sich damit dann auch auflösen. Ich meine, die Leute, die glauben, dass sie nach zwei Tagen nichts essen, sterben, die sterben halt auch nach zwei Tagen. Aber jeder, der ein bisschen spirituell ist, hat mal drei Wochen gefastet. Ich erwarte sowas ja tatsächlich auch. Also ich habe die Vision meiner Wand, meiner Welle. Wir haben den, weiß ich, ob du den kennst, diesen William Toll, diesen Herrn, der eben auch sagt, er drückt es dann nett aus, hier kommen Zeiten auf uns zu, wo die ganzen Migranten freiwillig wieder gehen. Dann mögen sich alle erst einmal freuen, aber die gehen, weil es hier nichts mehr zu verschenken gibt. Und wer dann hier bleibt, nur die Harten kommen in den Garten. Das sind diejenigen, die werden geprüft. Das ist so wie wenn Paramahansa sich voneinander sagt, freut euch, Babaji ist so nah. Aha. Aber er sagt nicht warum. Ja, ne? Genau. Ja, genau. Das ist wirklich so eine Seite beäugt. Könnte man sagen, dass wir in gewisser Weise damit jetzt die Ignoranz, Dummheit, das Wegschauen der Vorgenerationen ausbaden? Wir haben bei den Welten über die Trägheit geredet. Die Trägheit der Vorvorderen drückt sich jetzt aus und wird durch uns ausgelebt. Ich bin jetzt auch bei Familienaufstellungen sowas, wo das ja alles miteinander verwoben ist. Verwoben. Also erstmal ist es natürlich schon, der Aspekt ist da, aber er ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, weil mit all denen kann immer noch das deine subjektiv beste Zeit sein. Du kannst die Frau, den Mann deines Lebens kennenlernen, du kannst ein Kind, deine Familie, du kannst das Haus, was du dir immer gewünscht hast, vielleicht dann kaufen. Du kannst realisieren, das Glück, dass du dein Glück in der Hand hast. Du kannst zum glücklichen Menschen werden. So, all diese Dinge sind ja jetzt in einer Reichweite. Mhm. Und das meine ich damit, dass du rückblickend wieder sagst, wenn du in der Krisensituation bist, sagst du immer, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Aber nach der Krisensituation, wenn du rauskommst, sagst du, das war das Beste, was mir je passiert ist. Mhm. Ne?
Und in dem Moment, wo du das realisierst und Vertrauen in Gott hast, in dem Moment, wo du Vertrauen in Gott hast, hast du Vertrauen in die Situation. Und in dem Moment manifestierst du ja auch total positive Situationen. Weil schau mal, wie viele Menschen leiden heute unter einer Gefühlskälte in der Welt, die von dem Verstand dominiert ist, die wieder natürlich ist, weil die gesamte Schöpfung ist Gott dargereicht. Schau dir an, ein Baum, der Früchte trägt, der ist ja nicht so, dass er dann eine Rechnung dafür schreibt. Das ist, ne, wir sitzen hier an einem See, das Kaffee hat jetzt offen, wir holen uns gleich hier ein Cuba Libre, ne, oder was, ja, und sitzen hier und, ne, und machen hier einen auf locker und haben hier eine coole Zeit, wo jemand, der negativ ist, draußen vielleicht mit einer Herzattacke rumläuft und sagt, oh, die Welt geht unter, ne? Und wir so, wow, meinen letzten Schliff, um mein endgültiges Glück zu realisieren, den hole ich mir jetzt gerade ab. Also verstehst du das? Das ist sehr provokant, wie du jetzt redest, sehr bewusst auch. Ja, ja, aber in dem Kontrast kann man es nur sehen. Ne? Ja, ja. Also und diese Subjektivität, die da reinkommt, ne? Das heißt, ich kann zu jeder Zeit, weil das alles immer nur in mir ist. Und in dem Moment, wo ich diesen Bliss in mir gefunden habe, und der ist heute so leicht zu finden, wie noch je mehr. Was für ein Bliss? Bliss, also die Bliss heißt diese Glückseligkeit. Je mehr ich die Freuden im Äußeren präsentiert bekomme, desto schwerer fällt es mir in vergänglichen Dingen, desto schwerer fällt es mir, das Glück in meinem Inneren zu realisieren, welches das echte Glück ist. Und jetzt fallen im Äußeren das ein oder andere immer mehr weg und jetzt bin ich gezwungen, auf eine tiefere Ebene zu gehen. Ich halte da nebenbei gesagt, für mich ist es immer der American Dream. Den American Dream mit seiner Verheißung von mach etwas aus deinem Leben, individualisiere dich, drücke dich in deinem Leben aus, unter anderem. Wir haben dann noch den Konsumismus, halte ich für einen diabolischen Irrweg, weil er die Menschen in den Ego getrieben hat und damit immer weiter in Wahrheit von sich weg, statt zu sich hin. Genau, und das ist der Punkt, in dem Moment, wo du das heißt, in der Bhagavad Gita, der Verstand ist dein bester Diener und der schrecklichste Herrscher. Ja. Und in dem Moment, wo du realisierst, dass du einen Verstand hast und diesen Verstand benutzt, kannst du diesen Verstand benutzen, um dir die Welt zu erschaffen, die du möchtest. In dem Moment, wo du der Sklave deines Verstandes bist, wenn du ihn anbetest, ist er der schreckliche Herrscher. Und in dem Moment fällst du nur von einem Gedanken zum anderen und du glaubst, wenn du, ne, das bist du. Alistair Crowley hat gesagt, du bist es selbst. Mache, was du willst. Ich komme von da, ich kann da mitreden. Ne? Und er sagt, mache, was du willst, finde doch erstmal raus, was du willst. Und wenn du den Verstand ans Diener hast, manifestier dir das, was du willst. Der Punkt ist aber, wenn du im Verstand lebst und mit dem Verstand identifiziert bist, ja, dann hast ist du das andere für dich nicht vorstellbar. Was ist das andere? Dieses höhere Lebenssystem, das den Verstand untertan macht. Das ist dann nicht vorstellbar. Also ist das, wenn die Leute darüber reden, für dich nur Gelall. Ja, aber das war es, was ich gesagt habe. Der Verstand kann alles erklären, weil irgendeine Erklärung ist besser als keine. Weil jede Frage, die du stellst, schafft 10 neue Fragen. Ja, die Lösung liegt nicht in mehr Antworten, sondern in weniger Fragen. So, und in dem Moment, der Verstand kann alles erklären, außer seine Depression. Ja, weil diese Einstellung führt in die Depression. Wenn sie nicht in der... Ja, ich sehe es auch am Weltbild der Menschen auch. Ne, und die haben keine Lösung mehr dafür, nein. Weil sie nicht verstehen, dass sie über den Verstand hinausgehen müssen. Ne, weil das ist das, was dir halt so leicht vorgeführt wird. Ne, wenn einer ein Problem hat in einem Film, dann schreibt er so ein Höhlenintegral auf eine Tafel und so und sagt so, jetzt ist mir eingefallen. Der kann nichts erklären. Ich sehe es auch bei uns. Ich meine, das wäre fast ein extra Thema, das ich auch gesondert vorbereiten wollte. Weil da möchte ich wirklich haargenau werden. Ich sehe es aber auch bei unserem Thema. Die meisten Leute, Zukunft Deutschlands jetzt, interessiert dieses Thema. Warum? Warum hören die dann jetzt zu? Ja, weil sie im Verstand sind. Weil sie im Ego sind
Und weil sie am Kalkulieren sind, wie komme ich da durch? Wie kriege ich das am besten hin? Ja, und das wird nicht funktionieren. Und das ist das Gegenteil von Loslassen oder Hingabe. Ja, aber das kann nicht funktionieren, immanent nicht. Ich merke es auch in meinem Kanal. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen über die Leute her, die es dann gucken. Die Leute wollen ständig etwas über die Zukunft wissen. Und wenn es dann aber eintritt, haben sie es schon fast vergessen, weil sie über die Zukunft was wissen wollen. Nicht nur fast vergessen, sie haben es ganz oft vergessen. Ja? Also sie sind immer in diesem Verstandesgefängnis drin und kommen niemals ins Leben rein. Ja, und das ist das. Wir schaffen uns unser Gefängnis selbst in unserem Verstand und wir sind auch unser eigener Gefängniswärter. Das heißt, wir haben den Schlüssel, um auch da wieder rauszukommen. Aber erstmal muss ich verstehen, dass ich mir tatsächlich mein Gefängnis geschaffen habe und dass es möglich ist, da rauszukommen. Das erzählt dir die Welt ja nicht. Ich komme doch nochmal auf diesen Verstand. Pass auf, ich bin bei dir. Ich komme jetzt auf den Verstand nochmal. Wir reden über die Zukunft. Du hast gesagt, es wird Hunger geben. Ja, ja, jetzt nagelst du mich auf... Es wird Hunger geben, aber verstehst du, das ist ja eine Konsequenz von etwas. Ja, natürlich. Du hast das Spirituelle. Ich will jetzt auf den Verstand nochmal kommen. Sorry, ich beharre mal drauf. Okay. Nach dem eigenen Weltbild der Leute, die im Verstand verhaftet sind, müssten sie jetzt dann hingehen und müssten sagen, ich baue an, ich wandere aus, ich tue dies, das, die wenigsten machen das. Ja, es wird auch nicht funktionieren. Genau. Was aber beweist, dass diese Verstandesführung nicht funktioniert und dass es eine Illusion ist, dass man rational handeln würde oder dass er dich rettet, dieser Verstand. Wenn die Welt rational wäre, würden alle rationale Menschen das Gleiche glauben. Aber die rationalsten Menschen glauben die gegenteiligsten Dinge. Also das ist absurd, das ist absurd von dem Grundsatz her. Ne? Du sagst, du wanderst aus, aber wir haben ja kein lokales Problem, wir haben ein internationales Problem. Ne? Du kannst jetzt nicht nach Ungarn gehen und denken, die Agenda oder diese Energie, die da ist, die würde da nicht existieren. Mhm. Ne, jetzt hättest du gedacht, Australien, das Land der Freiheit, Kanada, ne, sind die, ne, also verstehst du, typisches Land, wo du sagst, da gehe ich hin, um das Thema zu vermeiden. Ja. Und dann bist du vom Regen in der Taufe. Also das funktioniert deshalb schon nicht. Die Lösung liegt nicht in einer symmetrischen Antwort. Die Lösung liegt nicht im Verstand. Die Lösung liegt in der Transzendenz des Verstandes. Die Lösung in dem Moment, wo ich realisiere, wie das funktioniert. Und das machen nun mal die Dämonen. Deswegen sind die viel stärker, weil die haben eine Willenskraft. Die haben ein Ziel. Und die machen die entsprechenden Bemühungen. Wenn du das gleiche Energie einsetzen würdest, um Gott zu realisieren, dann hast du ein positives Ergebnis. Das ist der einzigste Unterschied. Und du hast keine Willenskraft, weil du hier in der heutigen Zeit hast du eine Aufmerksamsspanne von 14 Sekunden irgendwas. Ne? Also weil dann hast du schon das. Glaube ich nicht. Lall. Ne? Ich glaub, noch weniger wahrscheinlich. Guck mal, wir machen 1-Stunden-Videos und wie viele Leute gucken dazu? Das sind die Leute von dir. Ne? Ja, es gibt sie. Ja, es gibt sie, aber trotzdem die Tendenz, auch bei den Menschen, die es gelingt, das ist schon, die haben schon Disziplin, die haben schon die Qualität, auch was zu ändern. Diese Menschen, die sich sowas anschauen können, die können in jeder Sekunde entscheiden, ich ändere mein Leben. Und die tun das ja auch ständig. Kannst mir nicht erzählen, dass jemand jetzt dieses Video jetzt anschauen würde und nicht schon einen Weg gegangen ist. Ja, ja. Weil jemand, der noch keinen Weg gegangen ist, für den ist das nur Mumpitz. Ne? Und selbst von vielen, die schon den Weg gegangen sind, werden vielleicht nach 10 Minuten abgeschaltet haben, weil sie sagen, Spinnerei. Ne? Also du siehst, da ist ja schon eine Qualität, die da ist. Aber trotzdem hast du, wenn du mal schaust, ich habe mal vor 40 Jahren irgendwas, habe ich ein Buch von Charles Tart gelesen, der jetzt auch bei dem Third Eye Spy da drin ist. Und da ging es darum, versuch doch mal 5 Minuten dich auf etwas zu konzentrieren. Und ich habe gesagt, das ist doch eine ganz leichte Übung, das mache ich mal. Ich bin 3 Tage später aufgewacht und denke mir, du wolltest dich doch 5 Minuten auf was konzentrieren. Nee.
Ne? Wie 3 Tage später aufgewacht. Ja, also das habe ich danach vollständig vergessen und erst 3 Tage danach mich wieder daran erinnert. Habe es vielleicht 5 Sekunden geschafft. Ach so, okay. Ich dachte schon, du hättest 3 Tage. Nein, nicht. Also, totale Kontemplation. Also das ist das, mir sagen, ja, natürlich, versuch doch nur mal ein Gedicht auszusprechen oder zu lernen heute. Das schaffen die Menschen doch schon gar nicht mehr, weil du sofort neue Themen hast, von denen du abgelenkt bist. Du meinst, sie verblöden? Nein, das hat was damit zu tun mit Willenskraft. Verblöden ist noch was anderes. Und das ist sowas wie wenn du Atma Kriya Yoga lernst, ne? Also die Meditation. Das geht darum, dass du deine Willenskraft wieder bekommst. Und die Willenskraft natürlich Voraussetzung ist, dass dein Verstand auch etwas bewegen kann. Ja, und damit kannst du, weil du, warum funktioniert es nicht, wenn du sagst, ach, ich stelle mir jetzt einfach die perfekte Welt vor, ne? Dann kann man noch eine Collage machen und all diese Sachen und immer es anschauen und so, ne? Dann, aber das sind schon Bemühungen. Die Menschen heute denken, ach, ich brauche nur dran zu denken und dann wäre es so und dann funktioniert es nicht und sagen, ah, ist Dummpfiff, ich probiere was anderes. Genau. Nicht realisieren, dass du die Gesetzmäßigkeiten nicht kennst oder wenn du sie kennst, an sie nicht wirklich glaubst. Warum glaubst du sie nicht? Weil du nicht entsprechend handelst. Du kannst mir 100-mal sagen, ich glaube, es ist so und so. Wenn du nicht entsprechend handelst, hast du es nicht geglaubt. Das ist interessant mit der Willenskraft, was du da sagst. Das ist sehr interessant. Denn selbst wenn du jetzt das richtige Mindset, die richtige Gedankenlandschaft hättest, selbst dann brauchst du ja dahinter eine Potenz. Die PS, genau. Um es fortwährend immer wieder zu wollen, das ist auch für den Willen, die Kraft des Willens. Du musst da auch einen Gedanken mal aufrechterhalten können. Genau. Ja, zum Beispiel, Frieden in meiner Familie oder ne, fang erst mal mit kleineren Sachen an, diese oder eine Gehaltserhöhung oder sowas. Das sind ja einer der einfachsten Dinge. Und selbst das bekommen viele schon gar nicht hin, weil sie, ne, dann denkst du, ja, ich will eine Gehaltserhöhung und 2 Sekunden später, ich will jetzt das im Fernsehen gucken und 5 Sekunden später, das muss ich noch machen und da drückt mich das. Und dann denken sie, sie denken, obwohl sie gedacht werden. Sie sind wirklich immer von irgendeinem Einfluss abhängig. Du bist nur am Reagieren, du bist nicht am Agieren. Du hast deine, da kommen wir wieder auf dieses Mantra-Idee zurück, die einfach auch schon lernt, wie ich eine Konzentration halten kann. Wie ich, ne, eine, lass uns einen Schritt zurückgehen, um das mal zu kontrastieren. Wenn du jetzt sagst, ich versetze mich in den Skeptiker rein, wenn du jetzt sagst, ja, du brauchst Willenskraft und Schöpferkraft und Fantasie, um dann deine Welt zu erschaffen, damit die sich ausdrückt mit der Trägheit der Astralwelt. So, okay, dann ist das die eine Seite, aber der Skeptiker würde natürlich sagen, was erzählt der mir denn da? Das hängt doch alles gar nicht in den Ursachen zusammen. Ich kann ja denken, was ich will, da draußen die Welt geht ja nach Ursachenketten. Die geht ja nach Kausalitäten. Also wenn ich so einen Blödsinn glaube, dann die Welt, Kausalitäten hat die Welt überhaupt nicht. Also die Welt ist in Balance und funktioniert über Karma. Sprich, jede Handlung hat eine Konsequenz. Und das ist schon das Ende der Geschichte. Ne? Also mehr... Tatsächlich, aber ich glaube, das ist noch nicht überzeugend dargelegt. Ja, okay, da müssen wir wieder auf diese mystische Welt kommen. Richtig, ja? Da müssen wir jetzt in die mystische, magische Welt. Willst du das jetzt hier reinmachen? Weil wir sind da so ein bisschen bei der Frage, was. Oh, wow, cool. Wow. Dankeschön. Ja, ist das Getreidekaffee? Kannst du einen bringen? Dann, oder ich holen. Hat er auch einer Koffein? Ah, you're my man. Hey, danke. Guck mal hier, was ist das? Was sind das? 2 aufgeschnittene Eier? Nein, das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Das ist keine Herz. Das ist ein Herz. Zieh dir mal eine andere Brille auf. Wow. Gut, also jetzt können wir doch durchmachen, ne? So. Ach ja, endlich mal ein Kaffee. Ich glaube, wir nehmen es mal mit herein. Wir haben den Ego ja jetzt schon bei den Zukunftsprognosen mit reingenommen. Was fesselt dich so daran, wenn man sagt, was kommt in der Zukunft? Naja, das ist eigentlich der Ego.
Denn wenn man was die Zukunft bringt, ist der Abbau der Dekadenz. Das ist wunderschön, jetzt noch so eine. Ne? Was die Zukunft bringt, ist das Wiedererstarken echter Werte. Und damit kann man schon, und in dem Moment, wo wir die ersten Werte haben, ist der Übergangsprozess abgeschlossen. Wenn ich die nicht freiwillig wähle, und das ist wieder, wie gesagt, wieder ein subjektiven Prozess. Ich bin außerhalb dieser Geschichte, dieses Leides, der Probleme, dieser, was alles ist, in dem Moment, wo ich den Prozess für mich abgeschlossen habe. Ja, in dem Moment spielt das keine Rolle mehr für mich. So wie es für mich keine Rolle spielt, ob jetzt England gegen Deutschland Fußball spielt oder das, weil mich das halt noch nie interessiert hat. Und genauso ist es auch, ich kann das schon wahrnehmen, dass es das gibt, aber das hat keine Resonanz. Und so ist es auch, in dem Moment, wo du keine Resonanz mehr damit hast, nimmst du vielleicht wahr, dass es da eine Lieferschwierigkeit gibt, dass es da ein Computer nicht funktioniert, dass es da eine Heizung nicht funktioniert. All diese Dinge, das ist nun mal hier in dieser Dimension, in dieser astralen Welt, durch die Trägheit hast du immer mal Gutes und Schlechtes, solange du halt noch in deinem Gut-Schlecht-Konzept bist. Wenn du aber kein Drama mehr daraus machst, ist alles, was dir passiert, der höchste Ausdruck der Liebe Gottes und alles ein Grund für deine Ekstase, ein Grund für dein Bliss, für deine Glückseligkeit. Ich bin bei dir. Jetzt mache ich aber den Advocatus Diaboli wieder. Also das ist ja sowieso unsere Zwiesprache. Das würde man jetzt im Zweifel allerdings auch jemandem sagen, der gerade sein Haus verkaufen muss, ausziehen muss, weil er seine Arbeitsstelle verliert. Ja, natürlich. Ja, aber auch ein Verlust der Arbeitsstelle fällt ja nicht vom Himmel. Nö, da kommt ein Zebra. Ja, aber was ist das? Da kommen wir wieder dahin. Ne? Dann kommt einer und erzählt was und da gehören zwei dazu. Der eine, der es macht und der andere, der es glaubt. Ja. Also... Und dann habe ich wieder meine... Und jetzt kommst du wieder und sagst, es gibt aber eine objektive Erfahrung. Aber nein, die Erfahrung ist subjektiv. Und wenn du denjenigen, der seine Arbeitsstelle wegen C verloren hat, ja, ne, und den fragst du jetzt mal in 30 Jahren, und da wird er dir sagen, das war das Beste, was mir passiert ist. Das kann gut sein. Ne, weil jeder hat seinen individuellen Weg und er hat dann vielleicht einen Weg, wo er sagt so, das war gut, dass ich rechtzeitig, dadurch, dass ich frei gehabt habe, meinen Kopf und mich mit anderen Themen beschäftigen konnte, habe ich halt eine tiefere Realisierung bekommen und war vorbereitet, auf was denn dann danach kam. Ich wollte dich ohnehin fragen, was empfiehlst du den Leuten für die Zeit, die da kommt, die ja auf uns zukommt? Und so wie du es formulierst, würde ich sagen, es ist einfach das Vertrauen da herein, dass in diesen Prozessen eine Entwicklung ist und auch der Weg in etwas Gutes hin, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn man Komfort verliert, weil man etwas aufbaut, weil es, ja, vielleicht sind es Prüfungen, ne? Ja, du hast jetzt Komfort verlieren gesagt, wenn du etwas willst, ne, du bist ein Bastler und jetzt hast du irgendwie eine alte, kaputte Uhr bekommen. Und dann bist du 48 Stunden an der Uhr, ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne irgendwas. Jetzt sagst, leidest du ja auch nicht unter dem Verlust des Komforts. Ne? Also die Begeisterung der Sache. Das heißt, der Verlust des Komforts ist natürlich, hat was damit zu tun mit der Anhaftung an Konzepte. Mit der Anhaftung von, ne, wenn du dich auf dein Glück konzentrierst, dann hast du eine ganz andere Erfahrungswelt. Wenn du hast jetzt gefragt, was ich empfehle, und jetzt ganz spontan würde ich sagen, die Sangha. Das Zusammensein mit Sangha heißt Zusammensein in Wahrheit. Das heißt Zusammensein mit wahrheitssuchenden Menschen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt heute noch angesagt ist. Weil das die ultimative Kraft ist, weil wir haben jetzt über Themen gesprochen. Und das geht jetzt rechts rein, links raus. Aber in dem Moment, wenn du jetzt dich zum Beispiel mit deinen Freunden zusammensetzt, die das vielleicht auch gesehen haben, oder denen sagst, schau doch mal an. Und die Leute, die sagen, nee, du bist mir zu blöd, vergiss die Leute. Sag Leute, die sagen, okay, ich schaue es mir jetzt mal an. Und dich dann mit denen das reflektierst. Was hat der denn da wirklich gemeint? Aber das hört sich doch jetzt wie Blödsinn an. Das kann es doch jetzt nicht sein. Und
in dieser Diskussion schaffst du einen Prozess, der dir hinterher so viel hilft und der dich schlussendlich vielleicht in eine Gemeinschaft bringt, die gemeinsam durch eine schwere Zeit kommt, ohne von dieser schweren Zeit berührt zu sein. Weil als Einzelkämpfer diese Zeit durchzustehen, das wird extrem. Es gab ja so in Serbien oder so, wo diese Konflikte waren, wo dann Leute gesagt haben, also mindestens mal 20 Leute musst du sein, ja, sonst hast du es nicht überlebt. Also ja. Ja. Diese, wenn ich möglichst bequem und einfach, weil auch diese Sangha die einfachste Methode ist, wie ich mich wirklich ändere. Weil das ist so, wie wenn ich jetzt ein erfolgreicher Politiker werden will, mache ich Kofferträger von einem erfolgreichen Politiker und mache alles, was der auch macht. Ich lerne das. Ich lerne so zu denken und so zu reden, ja, wie er. Und wenn ich glücklich sein will, dann gehe ich zu glücklichen Menschen und lerne zu denken und zu reden wie diejenigen. Also da muss ich schon, und das ist auch einer der einfachen Methoden, wie ich mich ändern kann. Ne? Ich denke, es gibt eine ganz wichtige Frage und diese heißt, was ist wichtiger, ein gutes Karma oder eine gute Gesellschaft? Also wenn du jetzt geboren wirst, wirst du in eine gute Gesellschaft geboren oder wirst du mit gutem Karma geboren? Und was ist die Antwort? Sag's mir. Die gute Gesellschaft. Weil der größte Sünder wird zum Heiligen in der Gemeinschaft der Heiligen. Und der größte Heilige wird zum Sünder in der Gemeinschaft der Sünder. Also sprich, man hilft sich gegenseitig, man stützt sich gegenseitig und man wird gegenseitig stark. Und dahinter sind auch dominante Energiegebilde. Bei Sprichworten im Deutschen reden wir vom Abfärben. Man färbt ab. Ja, und das sind Dinge, die gehen auch übrigens komplett am Willen vorbei. Und die sind auch nicht unbedingt kausal erklärt. Die sind nicht erfassbar. Das sind die Energiefelder, die da sich bewirken. Genau. Ja, das ist ein... Ne, in dem Moment, du siehst, du hast eine... In dem Moment, wo du eine Gemeinschaft hast, der eine kennt sich mit Technik aus, der andere ist vielleicht ein Philosoph, der andere ist ein Handwerker, der andere hat soziale Kompetenz, der andere ist sehr strikt. Und glaube nicht, dass du auf eine dieser Qualitäten wirklich verzichten kannst, wenn du ein grounded, ne? Also wenn das auf dem Boden des gesunden Menschenverstandes stehen soll und keine Spinnerei ist. Weil Spinnereien werden eine Krise nicht überstehen. Genau. Ne? Deswegen brauchst du... Du brauchst jemanden, der sagt, oh Mensch, das tut mir jetzt leid, da bist du jetzt gerade gefallen, heile, heile. Und jemand anders, der den brauchst, der sagt, schmeiß den Kerl da aus dem Weg, der steht gerade im Weg, hier hinten muss eine Kette gemacht werden, damit der Brand gelöscht werden kann. Ja? Exakt. Weißt du, da brauchst du jemanden, der keine soziale Kompetenz hat, der nicht sagt so, oh du Armer, du hast, ne? Der sagt, schmeiß den Depp aus der Reihe. Nimm den Eimer und reichen weiter. Weißt du, so, du willst nicht mit dem Pilot während der Landung diskutieren, ob es nicht vielleicht jemanden ob eine Befindlichkeit... die Kommunikation gewaltfrei war. Genau, ja. Ja. Also, es gibt also du sprichst im Grunde, wenn ich jetzt wieder zusammenfasse so ein Stück weit, du sprichst im Grunde von einem Umdenkprozess, der auf uns zukommt. Nun ja, und der hat ja schon begonnen und den kann jeder jetzt schon bemessen und hat so einen geklatscht. Live. Alles auf YouTube. Oder? Ist das so? Ich weiß gar nicht. Also, dass dieses Umdenken erfordert wird, das sehen wir ja jetzt schon. Das hat ja bereits begonnen. Das ist evident. Ja. Weißt du, Zukunft begegnet uns nicht. Und diese ganze Prophezeiung von Dings, das ist immer so, da begegnet mir etwas und das muss ich irgendwie mit fertig werden. Zukunft wird erschaffen, aber wie wir Zukunft erschaffen, weniger über was wir denken, sondern über die Art zu denken, wie wir unsere Gedanken verweben, das ist das, wie sich die Zukunft manifestiert. Und wenn ich eine andere Zukunft will, muss ich anders denken. Ich muss heute den Beschluss fassen, ich werde ab sofort anders denken. Ich werde andere Dinge glauben. Ich werde andere, ja, und daraus manifestieren sich andere Handlungen. Und ein ganz entscheidender Punkt davon ist die Positivität. Ich höre auf, Probleme zu sehen
Ne? Und das ist das, wenn du sagst so, ja, aber guck mal, das passiert dann leider. Und dann sagst du, seh doch auch das Problem. Anstelle, seh doch die Möglichkeit, was nichts in dieser Welt ist nur negativ und nichts in dieser Welt ist nur positiv. Man kann immer wählen, einen positiven Standpunkt zu tun. Das ist das, wo ich gesagt habe, ich habe nicht unter Kontrolle, was mir passiert, aber ich habe Kontrolle, wie ich darauf reagiere. Und die Reaktion kann ich mir immer entscheiden, positiv darauf zu reagieren. Also sprich, wir reden von herausfordernden Zeiten, aber ob die Zeiten die besten meines Lebens sind oder die schlimmsten meines Lebens, das hat nur was mit mir zu tun. Hat nur was damit zu tun, wie, mit welcher Qualität ich dem begegne. Begegne ich dem mit Angst, mit Furcht, mit Negativität, und dann kommt das und dann habe ich das und dann der und ne? Oder ob ich dann sage, wow, endlich mal die Gelegenheit, 3 Tage zu meditieren. Endlich mal haben wir Zeit, mit Freunden eine tiefere Beziehung zu machen, mich über Themen zu unterhalten, die mich schon immer interessiert haben, aber wo nie jemand Zeit dafür gehabt hatte. Ja, generell als Chance. Als Wege anders zu gehen. Ja. Ja. Und auch jetzt, ne, wir reden davon, dass du wolltest ja jetzt auch nochmal so ein Treffen machen. Und ich habe verstanden, dass du auch gerade gesagt hast, der Wichtige ist nicht der Vortrag, ist nicht, wir machen bestimmt, oder du, ich weiß nicht, du hast mich auch gefragt, ob ich da bin. Ja? Mhm. Es geht nicht darum, um die intellektuelle Beschallung, sondern um das Miteinander, dass wir diese Qualität zu leben, Zeit zu haben, mit Menschen im Kreis zu sitzen und sich über Befindlichkeiten zu unterhalten. Mhm. Weil dafür muss auch mal Zeit sein. Natürlich. Ja, schön. Im Zuge der letzten Jahrzehnte, wo man uns erzählt hat, alles muss betriebswirtschaftlich optimiert werden. Es muss auch dort rationalisiert werden, schneller gehen, effektiver gehen. Haben wir die Welt entmenschlicht. Und das ist auch in unsere ganze Philosophie eingegangen. Und ich habe es eben, deswegen sage ich das, bei dir gerade herausgehört. Es muss auch mal Zeit sein, dass wir im Kreis wohl sitzen und uns Befindlichkeiten erzählen. Ja, natürlich, wir sind und Menschen. Stell dir weißt mal du, vor, so tief dein, ist das schon. Dein Herz blüht auf. Ja, genau. Ne, durch ein, weil auch, wenn ich jetzt dieses Zusammenkommen, was du dann so planst, ne, und wir dadurch einfach merken, dass wir viel intensiver empfindsam sind, als was wir gedacht haben, dass es viel mehr Menschen gibt, die ähnlich ticken. Was ist das für eine positive Erfahrung, die wir ohne diese Krise ja gar nicht hätten machen können? Tatsächlich. Und jetzt sehen wir wieder das Geschenk. Ne? In jeder Situation kann ich das Geschenk suchen oder ich kann das Problem suchen. Jede Situation hat immer beides. Ich treffe auch vermehrt Menschen, die sagen, ja, es sind schwierige Zeiten, aber ich möchte sie auch nicht mehr zurückdrehen in diese Lüge, Tumpheit und das Überdeckte der Vorzeitzeit. Will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Mhm. Ja. Gerade jeder, der ein bisschen spirituell ist und sowas, der oder jeder, der auch nur ein bisschen nachdenkt, der sagt doch, so kann es doch nicht weitergehen. Genau. Wir brauchen doch eine neue Idee. Auch wenn sich das, wenn man noch nicht versteht, was es denn dann ist. Aber die Beschäftigung damit, das ist vielleicht ein Thema, wenn man sagt, so, was ist das, was wir noch nicht sehen? Ne? Also was ist das, was da kommen muss als Thema für so ein Treffen? Ja, dass man einfach so ein bisschen... Das ist, hat in diese, so Lagerfeuerqualität. Und so eine positive Qualität, wo man sagt, Mensch, was wäre denn, wenn es optimal wäre? Mhm. Du hast vorhin von Verwobenheit gesprochen. Ich glaube, wir kommen langsam, sind wir auch schon wieder. Ah ja, schon wieder 1:05, siehst du. Ja, ja. Verwobenheit, das hat mich so ein bisschen erinnert an die 3 Nornen, die das Schicksal weben. Vor allem erinnert es mich aber an die unergründliche Diffizilität dessen, was eigentlich Wirklichkeit ist oder unsere Architektur ausmacht,
wie hier Realität entsteht oder gerechnet wird. Ich versuche in Gleichnissen uns ran. Aber wenn wir das jetzt aufmachen, haben wir einen kompletten... Wir können es ja nur anschneiden. Ich weiß, okay. Das ist ein komplettes Video. Aber vielleicht dann fürs nächste noch ein schon komplettes irgendwann. Oder wir machen noch. Ach, nee, ich wollte nicht mehr. Okay. Und demgegenüber haben wir ja erlernt bekommen, so ein rein kausales Ursachenweltbild. Mhm. Ja. Das ist wegen dem, ich bin zu spät, weil der Busfahrer zu spät gekommen ist, weil der hatte einen Ehekrach oder sonst was. Und dann merkt man eigentlich sehr schnell schon, wenn man dieser Kausalität mal nachgeht, die vernetzt sich unendlich unten in der Welt. Und wir leben immer nur oben auf der Oberfläche mit so einem ganz kleinen Fokus und meinen uns die Welt zu erklären. Dabei ist es totaler Quatsch. Dieses Ursachen-Kausalitäts-Weltbild reicht keine 5 Meter weit. Ja. Aber du hast ja da auch andere Angebote. Deine Welt ist mystisch, deine Handlungen sind magisch. Und ich glaube, das ist dann auch ein schönes Extra-Thema, das wir nochmal behandeln sollten. Ne? Weil, willst du schon mal was vorausschicken? Ja, oder? Ne, also die Welt ist schlussendlich unerklärlich. Ja. Na, haben wir vorhin schon gesagt, wenn die Welt rational wäre, würden die rationalen Menschen alle eine gleiche Idee haben. Die Realität ist immer das, was wir davon mitbekommen. Real ist, was wir davon mitbekommen. Aber schlussendlich ist es nichts, was nicht möglich ist. Also die Möglichkeiten werden nur begrenzt durch unsere Vorstellungskraft. So, und in dem Moment, wo ich meine Vorstellungskraft trainiere, wo ich die Gesetzmäßigkeiten davon verstehe, kann ich mir natürlich auch eine positive Welt erschaffen. Im Moment, wo ich nicht gebunden bin an die negativen Konsequenzen von meinen vorhergehenden Handlungen. Aber wenn die Welt mystisch ist, was wir jetzt mal als Arbeitstheorie als gegeben ansehen, mystisch heißt unerklärlich, dann ist jede Handlung eine magische Handlung. Und durch meine Glaubenssysteme schaffe ich halt Weltvorstellungen innerhalb in diesem Univers. Und jede Weltvorstellung ist in sich wahr und in sich beweisbar und in sich schlüssig. Exakt. Aber wenn ich von einem anderen Glauben ausgehe, komme ich auch zu einer anderen Weltanschauung und die ist auch schlüssig und erklärbar und beweisbar. Aber es kommt immer erst der Glaube und dann der Beweis. Ein Beweis kann immer nur in einem Glaubenssystem geführt werden. Und wenn du jetzt kommst, ne, das ist das Klassische, Atomkraft ist gut, Atomkraft ist schlecht. Es gibt Aliens, es gibt keine Aliens. Ne? Es gibt UFOs, es gibt... Also das ist so ein Thema. Und dann, das ist jetzt so ein Paradigma, das ist so der unterliegende Glaube. Und wenn ich das eine nicht glaube, dann kann ich dir jeden Beweis, ist der für dich gefälscht, immer für die Gegenseite. Ne, das spielt gar keine... Ich hatte mal einen Physikprofessor gehabt, der hatte dann eine Aufgabe gestellt, erklären Sie, warum Atomkraft besser ist als andere Kraftwerke. Oh, ist ja wie heute in der Schule und den Unis. Ja, ne, ich weiß, ja, damals war das... Haben wir uns schöne eingeengte Aufgabe, ja. Weißt du, wo es hingeht. Da haben wir uns gut drüber... Ne? Also sprich, da weißt du schon, was du antworten musst, genau, wenn du... Ne? Und du setzt halt damit schon den unterliegenden Ton. Aber jemand, der eine andere Idee hat, ja, der stellt eine andere Frage. Und auch jeder Beweis spricht für ihn. Weil der eine sagt, das ist nicht wichtig, was du für dich wichtig ist. Und der sagt, aber das stimmt nicht. Und, das heißt, du musst immer erst glauben und dann kommt der Beweis. Und das ist der schlussendliche Indikator, dass der Glaube die unterliegende Kraft von allem ist, dass der Glaube alles schafft. Der Verstand schafft keine Kunst, der Verstand schafft keine Ideen, der schafft keine Visionen. Das ist immer der Glaube an etwas, das dich voranbringt, das eine ganz andere Qualität hat. Brauchen wir das jetzt für die nächsten Jahre? Glaube und Willenskraft und die Bereitschaft umzudenken? Ich habe versucht zusammenzufassen. Wir brauchen das absolut nicht, nur falls wir es überleben wollen, nur falls wir wollen, dass es uns ansatzweise gut geht.
dann würde ich sagen, ist ultimativ wichtig. Aber ich bin nicht derjenige, der darüber entscheidet, wenn jemand gerne leiden möchte, wenn jemand gerne es schlecht hat. Ne? Es gibt so Miesepeter, die wollen nicht glücklich sein. Die kannst, ich kannst ich, du. Ich betreibe einen YouTube-Kanal. Ne, die kannst du nicht glücklich. Wenn jemand den Tag durchläuft, nach Sachen sucht, die ihm nicht gefallen, den kannst du nicht glücklich machen. Ja. Und er lebt ja auch. Ne, ob er es halt, ach, ob er damit, wie weit er noch damit durchkommt, ist halt die andere Frage. Aber ich glaube, es war so ein bisschen ironisch, ist rübergekommen. Ne? Ja, ne? Natürlich, also, kam voll rüber. Okay. Ich kenne da auch, ich glaube, einen Witz zu, so, wo Jesus übers Wasser läuft und einer steht nörgelnd am Ufer und sagt, sag mal, kann der nicht schwimmen wie jeder andere? Ja, genau so. Ist das so ja. Ja, ja, wenn du willst, findest du immer. Ja. Wollen wir mit dem Om beenden? Beenden wir mit einem Om? Om. Shanti, Shanti, Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir.